Und lassen Sie uns gleich mit einem Paukenschlag aus den Vereinigten Staaten beginnen, denn nun ist eine der engsten Beraterinnen von Donald Trump positiv auf das Coronavirus getestet worden und der Präsident selbst bestätigte, dass Hope Hicks sich angesteckt haben. Und auch der US-Präsident selbst und First Lady Melania haben sich nun einem Corona-Test unterzogen und sich in eine Selbstquarantäne begeben, solange bis ihre Testergebnisse vorliegen. Trump erwarte sein Ergebnis bereits spätestens im Laufe des heutigen Tages. Und damit blicken wir natürlich sofort zu unserem US-Korrespondenten Steffen Schwarzkopf nach Washington. Guten Morgen, Steffen. Ja, was heißt das jetzt für Donald Trump? Er hat ja immer gesagt, wir haben Corona unter Kontrolle. Und jetzt ausgerechnet Hope Hicks. Also nun muss man erstmal abwarten, ob denn dieser Test bei ihm und der First Lady tatsächlich positiv ausfällt oder negativ. Er wird ja regelmäßig getestet, aber die Konsequenzen, die wären natürlich enorm. Zum einen natürlich image-technisch, weil Donald Trump ja ausgesprochen selten eine Maske trägt und das mehr oder minder verweigert, auch eine politische Botschaft, die er da vor sich herträgt, obwohl er ja immer wieder aufgefordert wurde, die Maske häufiger zu tragen. Das andere wären die Konsequenzen für seinen Wahlkampf, wenn er denn tatsächlich positiv getestet würde. Dann hätte das natürlich auch Folgen für das, was er in den nächsten zwei Wochen geplant hat. Und das ist jede Menge. Das sind Wahlkampfveranstaltungen im ganzen Land, Wahlkampfveranstaltungen in den besonders wichtigen und umkämpften Battleground States. Die könnte er dann alle nicht wahrnehmen. Es wäre ein Wahlkämpfer von zu Hause aus dem Weißen Haus. Und das wäre natürlich auch ein Geschenk an Joe Biden. Ja, Steffen, besonders bekannt ist ja, dass Hope Hicks auch beim ersten TV-Duell mit Donald Trump gemeinsam von Washington in der Air Force One nach Ohio geflogen ist und dann von Ohio wieder zurückgeflogen ist. Aber kann das auch bedeuten, dass im Prinzip das gesamte Weiße Haus lahmgelegt werden könnte jetzt? Weil Hope Hicks spielt ja eine wichtige Rolle im mächtigsten Haus der Welt. Also lahmgelegt würde ich jetzt nicht sagen, funktionsfähig ist das Weiße Haus mit Sicherheit noch, aber man muss natürlich dementsprechend auch Maßnahmen dann im Weißen Haus treffen. Mit wem hatte der Präsident Kontakt in den letzten 48 Stunden? Wer darf daraufhin eben auch selber jetzt oder muss selber jetzt in Quarantäne gehen? Also das wären all die Punkte. Das Interessante ist mit Hope Hicks, dass sie tatsächlich sehr eng mit Donald Trump zusammenarbeitet und das im wahrsten Sinne des Wortes, also auch von der Distanz her sehr eng mit ihm zusammenarbeitet. Nicht nur in Cleveland, Ohio war sie dabei, sondern auch in Duluth in Minnesota bei der anschließenden Wahlkampfveranstaltung. Und es gibt auch Bilder, sie mit Schwiegersohn und Präsidentenberater Jared Kushner, beide ohne Masken von gestern, also oder vorgestern vielmehr. Also auch das bedeutet, dass Jared Kushner natürlich sich testen lassen muss, dass Ivanka Trump sich testen lassen muss. Also das Ganze dürfte natürlich auch personell extreme Konsequenzen haben. Steffen, das ist natürlich jetzt eine sehr interessante Frage und natürlich kommt sie auch für dich ein bisschen überraschend, aber du bist unser Korrespondent und weißt natürlich mehr als wir. Wo hat sich denn Hope Hicks infiziert? Weiß man was darüber? Also dazu weiß man noch nichts. Allerdings hat der US-Präsident selbst in einem Interview auf Fox News am Abend gesagt, Hope Hicks sei eine sehr freundliche, eine sehr offene Person und würde dann auch, wenn es Bitten gibt, zum Beispiel Fotos zu machen oder Ähnliches, diese Bitten selten abschlagen. Donald Trump hat gemutmaßt, sie könne sich angesteckt haben bei Polizisten oder bei Soldaten, die ja auch als Sicherheitspersonal mitunter in der Nähe sind. Und der Präsident hat da mehr oder minder wörtlich gesagt, da wird gegrüßt, da wird umarmt, da wird geküsst. Das sind Bitten, die an uns herangetragen werden und die schlagen wir dann auch nicht mal ab. Also das ist zumindest eine Möglichkeit, die der US-Präsident wohlgemerkt selbst ins Spiel gebracht hat. Steffen, danke für den Moment nach Washington. Wir werden den ganzen Morgen über sicherlich noch das eine oder andere zu dieser aktuellen Entwicklung besprechen. Und immer freitags erscheint ja eine neue Folge von Steffen Schwarzkopfs Podcast Inside USA. Darin geht unser US-Korrespondent auf die aktuellen Entwicklungen in den Vereinigten Staaten ein. Und heute beschäftigt er sich mit dem Thema, was würde Joe Biden als Präsident bedeuten und was will der Demokrat eigentlich anders als Donald Trump machen? Hören Sie rein auf welt.de. Es lohnt sich.